SWR 2 Zeitwort. Das war mein letztes Konzert als Clara Wieck. Und wehmütig ward mir ums Herz. Am 5. September 1840 spielt Clara Wieck im Stadthaus Weimar mehrere Schubert-Bearbeitungen von Franz Liszt, eine Mazurka von Chopin, Scarlatti und eines ihrer eigenen Werke. Es ist das letzte Konzert unter ihrem Mädchennamen. Auch ihr Verlobter Robert sitzt im Publikum. Kurz darauf fahren sie nach Leipzig und heiraten. Clara ist zu diesem Zeitpunkt ein internationaler Klavierstar. Robert Schumann hingegen kennt man nur in Fachkreisen, als Herausgeber seiner Musikzeitschrift. Als Komponist hat er bisher keinen Erfolg. Doch beide stellen sein Komponieren über ihr Klavierspiel. Nach ihrer Heirat übernimmt Clara Haushaltspflichten und muss schauen, wann sie dazwischen Zeit findet fürs Üben. Jetzt trachte ich auch danach, so viel als möglich mit der Künstlerin die Hausfrau zu vereinigen. Das ist eine schwere Aufgabe. Ich lasse meine Kunst nicht liegen. Ich müsste mir ewige Vorwürfe machen. Aber sie darf nur dann spielen, wenn Robert nicht komponiert. Geplant hatten die beiden eine Künstlergemeinschaft nach frühromantischem Vorbild. Heraus kommt eine Künstlerehe mit klarer Hierarchie. Mann Robert, der noch unbekannte Tonschöpfer, steht über Frau Clara, der international gefeierten Musikerin. Dabei hatte Robert in den Jahren vor der Ehe Clara durchaus als künstlerische Partnerin auf Augenhöhe behandelt. Glücklich bin ich, dass du so schön gespielt und gefallen hast. In allen Zeitungen lese ich es. Und beschreibt in seinem Tagebuch die Genialität ihres Klavierspiels. Doch die Heirat verändert seinen Blick. Clara sieht er nun in erster Linie als seine Ehefrau, mit allen bürgerlichen Vorstellungen, die das 19. Jahrhundert bereithält. Am liebsten wäre es ihm, Clara würde immer zu Hause sein. Ein Jahr nach ihrer Hochzeit tritt Clara trotzdem wieder auf, nun als Madame Schumann. Die Gründe für ihr Comeback sind vor allem finanzieller Natur. Die Eheleute brauchen das Geld. Und Clara bekommt hohe Gagen gezahlt. Ihr Traum ist es, so viel zu verdienen, dass Robert ganz der Musik leben kann und seinem Vergnügen, dass keine Sorge mehr sein schönes Künstlerleben trübt. Doch dazu kommt es nicht. Clara tritt während ihrer Ehe nur auf, soweit es die knappe Kasse unbedingt erfordert. Denn Robert erträgt es nicht, wenn seine Frau mehr Aufmerksamkeit bekommt als er. Der Widerstand ihres Mannes, ihr Haushalt und insgesamt 10 Schwangerschaften. Clara reduziert ihre Konzerte. Und sie sieht sich in einer neuen Mission. Sie stellt ihre Tätigkeit als Pianistin in den Dienst ihres Mannes. Sie will die ideale Interpretin der Musik Robert Schumanns werden und macht sie zu einer wichtigen Säule ihres Repertoires. Viele seiner Werke erklingen durch sie das erste Mal in Deutschland, aber auch in England, Skandinavien und den Niederlanden. Das verändert ihr Bild in der Öffentlichkeit. Clara wird nun nicht mehr unbedingt als Solistin wahrgenommen, sondern als Einheit mit Robert. Ein Konzert dieses Künstlerpaares gehört seit mehreren Jahren unter die bedeutendsten und interessantesten Erscheinungen im Leipziger Musikleben. Die Verpflichtung gegenüber der Musik ihres Mannes bleibt für Clara auch nach seinem Tod bestehen. Sie wird die Herausgeberin der ersten Schumann-Gesamtausgabe und bleibt die wichtigste Interpretin seiner Klavierwerke. Sie wird seine musikalische Nachlassverwalterin und behauptet sich gleichzeitig bis zu ihrem 60-jährigen Bühnenjubiläum als die führende Pianistin ihrer Zeit.